Ich bin Marie Maradan, bin eine von den zwei Neuropsychologinnen im Zentrum für Bewegungsstörung und Parkinson. Und bin vor allem für Forschung zuständig im Moment. Ich habe da zwei Studien, die laufen zu Halluzinationen und Kreativität, wo man unter anderem mit einem Robot arbeiten oder zu Pareidolien-Sachen machen. Also das heisst, die Patienten dürfen bei uns probieren, Figuren, Objekte, alles Mögliche in so Landschaftsbilder zu suchen. Und wir vergleichen das ein bisschen und schauen auch, welche Wirkung hat Medikamente auf die zwei Phänomene, Kreativität und Halluzinationen. Und wenn es mal ein bisschen klinische Abklärungen gibt zum Machen, hilfe ich dort auch noch ein bisschen aus.